Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Resurrection. Und zwar habe ich heute mal was ganz Spezielles vor. Und zwar werden wir diese Folge einen Timelapse machen. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich eine Stunde lang spielen ohne Commentary. Es ist erlaubt, das einmal in der Woche jetzt machen auf dem Server. Und ja, werde dann halt mal verschiedene Sachen mal ein bisschen farmen und ja, mal ein paar Kisten hier hinstellen, ein bisschen voll machen alles und so weiter und so fort. Und mal so im Allgemeinen halt immer mal ein paar Dinge machen. Ihr werdet es, wie gesagt, dann alles sehen. Wie gesagt, meistens ist es im Grunde genommen nur Farme. Und sonst müsste ich die Folgen da so füllen. Das bedeutet, dieser Timelapse wird daraus bestehen, dass ich jetzt, wie gesagt, mich ungefähr 60 Minuten lang mich hier hinstelle, das ganze Zeugs zusammenfahre, farme und danach wird es nochmal eine 5 Minuten oder 5, 6, 7, 8 Minuten, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, werde ich dann am Ende dieser Folge dann nochmal ganz normal, so gesehen, das Ganze hier let's playen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dem Timelapse und auch mit dem Rest der Folge und ja, wir sehen uns gleich wieder. Nobody got in. Now when you're screaming for a hand, nobody's
is far from the end. You're gonna get back for more. All this silence, dear old friend, come to push you to the bitter end. And it's a repeat, echo loop. Wanna cut it out, the tide is turning back at you. When it was knocking on your door, nobody got in. Now when you're screaming for a hand, nobody's listening. Ooh, this is far from the end. You're gonna be back for more. Get up, 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 get up
So, ja, und da bin ich auch schon wieder und wir gehen einfach nochmal drauf auf den Server und ja, wie gesagt, Timelapse habt ihr jetzt wahrscheinlich die letzte Stunde gehabt, auf jeden Fall. Ich muss das dann gleich nochmal zum Rendern auf jeden Fall reinschicken. Und was ich hier entdeckt habe, ist dieser Baum hier, Großholzstamm. Den hätte ich eigentlich ganz gerne abgeholzt. Aber da bin ich am, muss ich mal schauen, am besten, den hätte ich mir nämlich schon mal ganz gerne gesichert hier. Oder? Warte mal. Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Baummaterial eigentlich. Ja, komm. Komm, das nehmen wir hier gleich mal. Aber ich habe jetzt... Ja, Mist, Nenno. Ich brauche einfach nur eine Axt. Und der Home-Punkt, der ist auf jeden Fall wieder ein bisschen weiter entfernt. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben ja die letzte Stunde haben wir ja im Grunde genommen gefarmt. Wie gesagt, das ist für euch ja nur zu sehen im Zeitraffer auf jeden Fall. Und, also im... Ja, und ja, ein paar Diamanten haben wir gefunden. Wir haben sehr, sehr viel Eisen haben wir gefunden, beziehungsweise Brown Limonit Ore, wie das hier bei Cracktech der Fall ist. Und ja, können wir auf jeden Fall hier schon mal ganz zufrieden sein. So, jetzt haben wir hier unsere 12 Diamanten. Ja, können hier gleich irgendwas anderes gleich noch irgendwie reinwerfen. Was haben wir hier zum Beispiel noch? Nikolit Ore. Dann haben wir hier Brown Limonit Ore, können wir zum Beispiel reinwerfen. So, zack, was haben wir hier noch? Dann brauche ich, ich bräuchte eigentlich grundsätzlich Gummibaumholz. Nehmen wir hier mal das Gummibaumholz, damit das hier ein bisschen geschmolzen wird. Und ich habe fast keinen Platz mehr in den ganzen Truhen hier aktuell, ne? Das ist schon ganz schön hell. Ups, nee, so nicht. So macht man natürlich keine Truhe, hä? Klar, ups. So, und so macht man natürlich eine Truhe. Und da brauchen wir wieder nochmal zwei Stück davon. So, und dann haben wir wieder nochmal zwei Stück. Ups. Ah, hier geht's nicht, okay. Stimmt, ja, lol. Ah, hier ging's auch nicht. Ja, warte mal. Ah, die Kiste konnten wir nicht abbauen, das dauert Ewigkeiten. Weil es eine Holzkiste ist, Mann. Sei ein Mist. So, wie mache ich das jetzt am besten, am günstigsten? Na, ja, komm. Ja. Ja, das Beste ist halt wahrscheinlich erstmal irgendwie irgendwas herzustellen hier. Bett ist auch ein bisschen störend mittlerweile. So, dann stellen wir das Bett hier einfach mal hier hin. Das passt dann auch erstmal. So, was haben wir dann noch? Hier waren ja die Öfen, genau. So, damit wollten wir anfangen, genau. So, dann kann man hier nochmal gucken, was haben wir hier gehabt. Wo waren jetzt die Schmiede, das Schmiedezeugs gewesen? Hier, glaube ich, ne? Okay, die Pickaxe, die können wir auch gerade noch wegwerfen, eigentlich fast schon wieder. So, okay, was haben wir denn da? So, dann brauchen wir das hier erstmal. Beziehungsweise wir hatten das, glaube ich, auch noch gehabt. Ich muss mir angewöhnen, dass ich das Zeug nicht mehr rein, raus, beziehungsweise dass das hier noch kein, Auto-Crafting-Table ist, also eine erweiterte, wie heißt das? Crafting-Table, oder warte mal. Werk,
Station, Workstation, ja, das ist ja hier Werkbank. Automatische Werkbank. Erweiterte, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ah ja, da haben wir wieder die Gates. Ah, okay. Naja, okay, ich schaue auf jeden Fall nochmal, dass ich hier, Moment, ich mach mal den Move hier. Zack, zack. So, dann muss ich mal nach Axt schauen nochmal. Weil das werden wir wahrscheinlich in der Folge hier, oder beziehungsweise vielleicht auch noch eine Schaufel werden wir auch nochmal sehen hier. Also hier oben, Pfeil hier. Beziehungsweise Stöcke erstmal hier noch. Ups. So, zack, zack. Also haben wir hier Pfeil da oben. Dann hier zwei Stück davon. Es ist sehr kompliziert hier irgendwie. Andersrum wahrscheinlich. Und dann haben wir unsere Eisenaxt. Wow. Okay, und ja, wie gesagt, ich gehe schnell nochmal zu dem Baum dorthin, fäll mir den ab. Hab jetzt gerade gar nichts zu essen mehr. Oder dann muss ich mir schnell nochmal was zu essen holen. Und es wird auch gerade wieder ein bisschen dunkler. Das ist alles nicht so schön, alles nicht so gut. Aber was wir auf jeden Fall in nächster Zeit auf jeden Fall benötigen, ist eine Kokerei. Die hat man auf jeden Fall schon mal auch in unseren anderen Projekten auf jeden Fall hergestellt. Das heißt, wir müssen so oder so erstmal gleich auch noch den Ton schmelzen. Aber ich glaube, dass der Ton auch noch nicht ausreichen wird, den wir hier haben. So, zack. Und ihr seht schon, es wird wahrscheinlich immer noch nicht. Wie gesagt, wir haben hier noch so viele Materialien, die hier durchgeschmolzen werden müssen. Holz und so, ne? Im Grunde genommen wird hier alles gleich verarbeitet werden. Also haben wir hier das. Zack. So, also gehen wir hier das dazu, dann haben wir das hier noch irgendwo, ein bisschen was davon. Dann haben wir das hier oben, da fehlt auch noch ein bisschen was. Gehen wir hier erstmal eins dazu. Dann haben wir hier das, Holzkohle haben wir hier. Dann nehmen wir am besten hier nochmal ein bisschen Brown Limonit Ore und geben das hier oben mit dazu. Und dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal einen ganz großen Vorrat dahingehend gemacht. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch die Kiste schnell aufgestellt bekommen, zack. Da ist die Kiste Nummer 1, da ist die Kiste Nummer 2. Und hier kommen dann die ganzen seltenen Rohstoffe so gesehen rein. Hier, zack, zack. Ja gut, Brot ist jetzt auch ein bisschen noch selten. Hier haben wir die Nuggets, die teilweise schon verarbeitet worden sind. Und der Rest kommt, schmeißen wir erstmal hier drüben mit rein. Kautschuk haben wir hier. Müssen wir nochmal schauen hier. Den Weizen haben wir da, das haben wir hier. So, zack, zack. So, und ich gehe hier schnell mal pennen, eine Runde. Ich glaube, in der Mitte ist hier noch, hat auch noch gar keiner baut einen Spawn so richtig hier bei dem Projekt, muss ich sagen. Ja, gibt's irgendwie nicht so wirklich. Ich kann ja noch mal kurz hier ein bisschen rumschauen, aber gibt's, glaube ich, gar nichts. Baut, glaube ich, keiner so richtig am Spawn. Wobei, hier vorne ist ein Höllenportal auf jeden Fall. Das sehe ich gerade. Okay, ein Höllenportal wurde auf jeden Fall schon gemacht. Das ist gar nicht so schlecht. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier den Twilight Forest machen würde. Ja, dann wäre der halt auch auf jeden Fall auch auf meinem Gebiet. Weil ich auf der anderen Seite halt auch sagen muss, dass das halt auch dann mein Diamant wäre. Naja, gut, ich gehe auf jeden Fall schnell nochmal zu dem Baum. Und dann, ja, hätten wir es auf jeden Fall auch dann für die Folge gleich. Wie gesagt, ich will mir schnell den Baum noch abholzen. Und ja, vielleicht mache ich sogar daraus. Wobei, ja, das könnte man vielleicht sogar machen. Wäre vielleicht sogar gar keine schlechte Möglichkeit, dass wir daraus ein Stück weit unser Haus auch machen. Irgendwie, müssen wir mal schauen. Gefällt das Holz eigentlich richtig gut. Und gerade dieser Baum ist, wenn ich das jetzt mit dem anderen Feedebeast, wenn ich das mit Feedebeast Light auf jeden Fall vergleiche, ist dieser Faumcraft-Baum auf jeden Fall, ja, wie soll man sagen, schon deutlich größer. Und ich hoffe, dass da auf jeden Fall gleich so ein Zeppelin auch noch bei rauskommt und rumkommt. Für mich. So. Jetzt farme ich eigentlich schon wieder in der Farming-Folge. Ja, gut. Wie gesagt, am Ende habe ich noch den Baum hier entdeckt gehabt, aber wie gesagt. Und deswegen, zack. So, nehmen wir den nochmal ein bisschen mit. Also auf der einen Seite ist halt, wie gesagt, kann ich vielleicht schon ein Stück weit ein kleines Häuschen damit bauen. Das wäre vielleicht schon mal so eine kleine Sache. Auf jeden Fall. Mach ich hier sonst noch irgendwas? Nee, irgendwie nicht so. Okay. Der Sand bräuchte man auf jeden Fall auch noch irgendwann. Ich muss schnell mal ein bisschen Erde hier noch wegnehmen, damit ich mich mal ein bisschen hochstecken kann. Schimmerblatt. Okay, das gehört scheinbar zu dem Baum vielleicht, wahrscheinlich.
Und dann müssen wir noch ganz kurz hier warten, bis er dann hier DK ist oder sowas in die Richtung. Oh, was kam da raus? Oh, eine ätherische Essenz, okay. So, wir müssten eigentlich alles haben, glaube ich, von dem Baum. Er müsste dann eigentlich auch jetzt hier zeitnah noch decayen. Und ich hoffe, dass er hier gleich mal noch ein Ding ins ein Zeppelin mir gibt. Decayt er? Ich glaube, die Dinger brauchen relativ lange, um sie decayen. Das war ein bisschen das Nervige dran. Weil kann man hier vielleicht nochmal ein bisschen Bauholz hier abfarmen, bis er dann gleich decayt ist. Zack, zack, zack. Hält da schon was? Ja, da ist auf jeden Fall ein Zeppelin, das ist gut. Den Zeppelin, den habe ich schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der Mod hier drin ist, wo man doppelte Zepplings rausbekommt. Wir hatten ja oder haben ein Stück weit das Problem bei der Feed the Beast Light Welt, dass, ja, wie soll man sagen, dass man manchmal dann halt auch von diesen. Von diesen magischen Bäumen, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißen sie denn? Ich hab jetzt gar keine Ahnung. Also, es sind auf jeden Fall von Faumcrafts. Ich glaube, damit hat man Golems hergestellt. Waren das die Golems? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube aber ja. Hat man auf jeden Fall die Golems hergestellt und es sind auf jeden Fall was von Faumcraft. Und hat man teilweise dann unsere viele Beast Light Welt nicht ja immer einen rausbekommen, einen Zeppelin. Das war dann halt ein bisschen ärgerlich, weil man das dort noch gebraucht hatte, damit die Welt, naja, ausgeglichen ist von Zauberei und so, ne, wisst ihr Bescheid. Ich glaube hier, das ist, müsste hier auch schon wieder Farmcraft 4 schon wieder sein. Das ist hier, glaube ich, gar nicht so krass relevant. So, jetzt muss ich nur mal schauen, wo ist denn jetzt hier der Baum? Also der Zeppling ist hier auf jeden Fall schon mal. Ja, toll. Das ist natürlich hier nicht alles die Decayed. Da müssen wir noch ganz kurz warten, seht ihr alles nichts. Machen wir das hier ganz schnell noch fertig. Wie gesagt, könnte ja doch noch sein, dass hier in diesen Blättern doch noch irgendwie ein einziger Zeppling noch irgendwie drin ist. So, zack. Wir haben auf jeden Fall schon mal viel Kautschuk. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal gut was an Kabeln auf jeden Fall herstellen. Weil wir ja wirklich sehr, sehr viel jetzt an Holz auch gefarmt haben. Na komm, put. Jo, hier noch ein bisschen was. Und dann guck ich gleich nochmal an den Baum. Der müsste ja eigentlich, wie gesagt, gleich fertig sein. Wo ist er denn? Ah, der ist immer noch nicht ganz fertig. Immer noch nicht zu 100% fertig. Ah, das gefällt mir nicht. Das wollte ich so nicht. Ups. Aber wir kommen auf das Höchste drauf. Oh, toll. Das war so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie Arcade Games oder sowas in die Richtung, aber naja. Ich hab gefailt. Ne, hier komme ich nicht ran. Wie gesagt, es könnte ja, es hätte ja sein können, aber ist jetzt keiner mehr rausgekommen. Gut, dann ist ja gut, wie gesagt, das passt schon. Dann rennen wir jetzt schnell nochmal zurück. Lalalala. Und platzieren den auch einfach gleich mal bei uns. Der gehört dann so gesehen dann gleich mit zu unserem Grundstück. Zack, zack, zack. Lalalala. Aber ich würde sagen, den platzieren wir hier einfach mal hier dran. Und, oh, wir haben sogar 3 Zeppelins davon bekommen. Wow. Ganz schön krass. Na komm. Dann gucken wir mal, welcher dann gewachsen ist davon. Das wird einfach ganz lustig. So, und hier essen wir schnell noch was. Oh, meine TP ist auch ganz schön low. Weil ich ein bisschen runtergefallen bin. Okay. Gut, und dann würde ich sagen, war es das dann für diese Folge. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao.